So. Ja, dann bleibt er am besten stehen. So, mal gucken, was der Gegner macht. Ich hoffe, die Chrysaliten kommen nicht unbedingt. Von da seid ihr auch noch Gegner. Ja, da sind sie schon. Ach, gut, tot. Tschüss. Oder vielleicht auch nicht. Boah, ich bin enttäuscht. Der nächste, bitte. Ja, das erhöht die Chancen, dass wir diesen Punkt halten hier. Scheiß Aliens, ey. Ja, warum hast du auch ausgerechnet diese Waffe? Da muss auch wirklich durch alle Instanzen durch. Der nächste. Alle schießen sie daneben. Ziel ist weiter aktiv. Und der letzte. Das hat er alle ausgelöst. Ziel steht noch. Das wäre so langsam lächerlich. Wie nah die überhaupt kommen dürfen, das ist unfair. Die haben ja nur einen Nahkampfangriff. Vor allem dürfen sie zweimal laufen, ne? Das ist auch interessant. Oh, wen kriegen wir? Verstärkung ist eingezogen. Yeah. Das ist der letzte Trupp, den ich durchschicken kann. Du, das macht nichts. Mit ihr an der Seite von Chang ist sowieso alles in Ordnung. Pass mal auf, was jetzt passiert. Gehe nah ran, um Ziel anzugreifen. Gehe nah ran, um sie zu töten. Das ist natürlich sehr gut. Bestätige. Machen wir lieber ihn hier. Ja, die größere Priorität. Kommt mir vor wie bei Half-Life hier mit Zombies schießen und Co. So, die haben ja enorm viel Munition. Alles wieder im grünen Bereich. Wir registrieren vermehrte Alien-Aktivitäten in der Nähe des vorderen Zugangstunnels. Anscheinend haben sie sich dort gesammelt. Seien Sie auf der Hut. Oh, die haben die Tunnel gesprengt. Ist aber auch interessant, wie es hier aussieht, ne? Das ist alles. Hätte ich bloß nichts gesagt. Das wird ein harter Kampf. Die werden wahrscheinlich eh nicht ankommen. Davor sind natürlich noch ein paar Mutalisten, hätte ich fast gesagt. Aber das sind ja hier StarCraft-Dinge. Begebe mich an neue Position. Fertig und bereit. Ich brauche echt jeden Schuss. Zu Befehl. So, dann laden wir nach. Lade gerade nach. Waffe einsatzbereit. Wieder am Start. Nachgeladen. Rock'n'Roll. Es wird sehr, sehr interessant. Ich glaube nicht, dass wir hier allein sind. Das sind anscheinend die letzten, Commander. Wir orten keine weiteren Feinde. Wenn wir die noch ausschalten können, ist das Hauptquartier sicher. Das letzte Aufgebot. Das ist schon richtig hart. Das ist schon richtig hardcore. Vor allem habe ich ja damit nicht gerechnet.
So, das Beste ist, die sind nicht angekommen. Das heißt, wir haben hier die Chance, uns zu verbunkern mit Feldposten. Was dem Gegner besonders gefallen wird, wenn er nämlich mehrere Schüsse in den Arsch kriegt. Klein Pisser, so. Dann hoffe ich, dass es ein schweres, der die auslöst. Vor allem, was ist hier hinter? Da ist doch nichts. Wir brauchen eine Weile, um hierher zu kommen. Aber ich bin ja fertig. Was zum Teufel war das? Deine Mutter. Sag mal, wie lange brauchen die eigentlich? Nachher bewegen die sich und ich habe Angst. Schau dir das mal an, hier hinten. Position bestätigt. Was da gerade los ist. Das gleiche müsste Zang mal auch machen. Ich kümmere mich darum. Die wollen ja den Kontrollraum angreifen. Aber ich kann den Kontrollraum schlecht alleine lassen jetzt. Hören Sie. Oder kommen die von da? Nee, da sind sie. Gut, wer schießt? Oh, okay. Gleich alles ausfahren, alle Granaten und Co. Aber viel Spaß, der verliert schon mal Leben. Ziel steht noch. Und noch mehr. Ziel verfehlt. Und noch mehr. Noch weiter läuft, schießen die Roboter. Hat aber Glück gehabt, er darf nicht schießen. Das ist anders als alles, was wir bisher gesehen haben. Oh nee, aufgrund nicht. Seines Erscheinungsbildes würde ich vermuten, dass dieses Alien sich nicht auf rohe Gewalt verlässt. Ihre Truppen sollten extrem vorsichtig sein, Commander. Mir war es lieber, als ihre Bewaffnung offensichtlich war. Der da hinten. Ist so ziemlich das Schlimmste, was es gibt im Spiel. Es ist ein Ätherer. Autopsie nötig. Und es verhärtet. Das ist das, was ich als erstes angreife. Ich glaube sowieso, dass wir den Sektoiden-Mech da zuerst platt kriegen. Und den muss man nur noch anhusten. So, das sind alles Ausfahren auf den Arterien. Kampfrausch direkt, cool. Geht in Ordnung. Vielleicht kann ich ihn mit Glück schon direkt ausschalten. Ja, habe ich da hinten nicht gesehen. Der wirft Angriff zurück. Ja, das können die. Minimale äußere Beschädigung festgestellt. Der hat sich selbst angegriffen gerade. Das Problem ist, ich habe jetzt keinen, der... Kannst du eine Rakete da hinten schießen? Ich habe so ein bisschen Angst vor ihnen. Nee. Du kannst einen Gefechtsscanner mal eben hinten hinwerfen. Die
Ich werde nämlich sehen, was da ist. Oder was da sonst noch ist. Vielleicht lohnt sich eine Rakete. Hey, eine Rakete wird sich tatsächlich lohnen. Will schon mal auch nicht Schaden vor seine Händen. In der Tiere selbst kriege ich aber nicht platt dadurch. Fürchte ich, dass er nur überleben wird, aber die da hinten kriegen schon mal Schaden in die Fresse. Rum. Das war so ziemlich alle. Da hat ja mal alles Schaden gekriegt. Das ist echt keine Zuckerschlecken hier. Ich fürchte, wir reparieren den. Und der macht sein Schild. Ja. Was natürlich Sinn macht in dem Format. Oh, die haben zwei von denen. Igitt. Du kannst keinen Mech mit der Gedankenkontrolle versuchen, du Penner. Stirb. Oh. So, der ist zweimal gegangen, der darf nicht mehr. Ja, guckt euch das an. Unfassbar. Dieses Alien hat irgendwie die Kontrolle über den Soldaten gewonnen. All unsere bisherigen Fortschritte wären nutzlos angesichts einer solchen Fähigkeit. Genau deswegen muss er sterben da hinten. Ja, das ist Dingensbommens. Wie mache ich ihn platt? Nein! Du darfst doch nicht zur Seite schießen. Ziel ist weiter aktiv. Da finde ich es nochmal. Ach, fick dich, du Penner, du Wichser! Ach, Mann! Alles klar! Das ist teilweise echt so unfair. So, stirb. Kill bestätigt. Alter, schaut ihr. Habt ihr es gesehen, wie er gestorben ist? Das heißt, seine Gedankenkontrolle ist nun vorbei. Den muss ich jetzt kaputt schießen. Ich schieße den anderen lieber ganz woanders hin. Da bin ich mal gespannt, wie will er da hochkommen. Ich halte nicht mehr lange durch. Ach, direkt in Panik. Ja, schieß ihn nieder. Sauber, gut gemacht. Direkt befördert. Ja, ich spiele mit Rookies. Hm, vielleicht trifft er ihn. Der trifft ihn. Cool. Einer weniger. Wir hören es auf jeden Fall aus.
machen 2 Schaden. Und nun beginnt das Märtyrium.